Vor allem, man ruft sich auch untereinander an. Gerade, ja, wir Männer, kennst du doch, am nächsten Morgen. Kumpel ruft an, Alter. Hast du mitgekriegt, mit was für einer Eule du da abgezogen bist? Hör mal, auf den Schrubber kriegst du im Dschungel aber 3 Sterne, das schwöre ich dir. Wahnsinn! Dass du besoffen warst, haben wir alle gesehen, aber wo war der Moment, als du erblindet bist? Dann hat es sich nicht gelohnt. Da kannst du morgens besser dein Ohr auf die heiße Herdplatte halten. Da kannst du deine Blödheit wenigstens riechen. Ja, ich sehe, wie die Frau mit dem Kopf schüttelt. Frauen können das auch. Ich habe mir in Vorbereitung für dieses Programm habe ich mir von vielen Frauen erklären lassen, es funktioniert, sich Männer schön zu saufen. Nur einen Abend. Nicht eine ganze Ehe. So dick ist keine Leber. Obwohl es ja einige versuchen. Dann hält es ja meist auch. Nein, aber so Frauen werden ja so nach 3, 4 Prosecco tolerant. So auf der Party so. So scheiße sieht er jetzt auch nicht aus. Ne? Gib mal noch einen, gleich haben wir's. Ne, nicht? Aber die rufen sich auch untereinander an. Ne? Am nächsten Morgen, Helga, werd wach. Werde wach. Hör mal, mach das Licht an. Ne? Du liegst mit dem Teufel im Bett. Hast du da mitgekriegt, mit wem du gestern abgezogen bist? Mit dem Glöckner von Notre Dame. Schlag mal die Decke zurück, guck mal nach, ob der Buckel echt ist. Hier in Unna fehlt eine Schubkarre auf dem Hof.